Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, also dieser vorliegende Antrag, der ist nur voll von Endzeitrhetorik und vom Herbeireden der Apokalypse. Es ist die Rede von Kontrollverlust, rechtsleeren Räumen, ja, und auch die Bezeichnung Herrschaft des Unrechts. Herrschaft des Unrechts schleicht sich sogar in den Eintrag ein. Und ich finde, meine Damen und Herren, wer nach Syrien reist, um mit Verbrechern des Assad-Regimes zu kuscheln, der hat kein Recht, hier reden über Recht und Unrecht zu schwingen. Ja, da können Sie sich noch so sehr aufregen, Herr Blex. Sie haben sich das Recht verwirkt. Und dann bedienen Sie sich natürlich wie immer auch nach der Opferrolle. Das alles kennen wir schon. Das sind die bekannten Instrumente der AfD. Sie wollen widerspruchslos ihre menschenfeindlichen, rassistischen und völkischen Ideen unter dem Deckmantel von freier und demokratischer Debattenführung durchsetzen. Wir erheben Widerspruch, das lassen wir nicht zu. Frau Kollegin Albers, Entschuldigung, mir war nicht klar, dass Ihr Redebeitrag schon zu Ende ist. Deshalb kann ich Sie nach den beiden Zwischenfragen jetzt nicht mehr fragen. Aber es gibt auch bei Ihnen eine angemeldete Kurzintervention bei Herrn Abgeordneten Wagner. Ja. Mikro ist frei. Herzlichen Dank. Also auf diese Rede muss ich gar nicht groß eingehen, aber es ist doch interessant. Interessant, wissen Sie, die Geschichte lehrt ja, dass es gerade immer die Antidemokraten sind, die den Begriff der Demokraten für sich vereinnahmen. Reicht schon, wenn wir uns das Konstrukt Deutsche Demokratische Republik ansehen. Dabei haben Sie hier in diesem Hohen Hause das undemokratische Verhalten eindrucksvoll bewiesen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern fortlaufend. Beginnend mit der peinlichen Posse um die Vizepräsidentenwahl dieses Hauses, weiterführend über Ihre skandalöse Verfahrensweise bei der Wahl der Verfassungsrichter, Ausgrenzung bei selbstverständlichen gemeinsamen Anträgen sowieso. Und eines muss ich Ihnen auch sagen, man muss Ihnen fast schon Verfassungsfeindlichkeit unterstellen, wenn Sie die schlichte Einhaltung unseres Grundgesetzes ablehnen und die Verletzung des Artikel 16a konsequent in Kauf nehmen. Und diese Verfassungsfeindlichkeit leben Sie seit 2015 Tag für Tag. Und wir möchten, dass die Verfassung endlich wieder ihre Geltung bekommt, die ihr zusteht. Das, was Sie gerade machen, grenzt an Verleumdung. Und deshalb braucht es da nicht weiterer Worte.